Moin Leute, mein Name ist Chris, willkommen zu meinem nächsten Video hier. Heute zeige ich euch, wie die Probefahrten gelaufen sind. Ich habe es groß angekündigt, ich habe ein paar Probefahrten gemacht, gleich mehrere, das lässt schon tief blicken. Aber bleibt dran, ich verrate gleich mehr. Ja, das erste Auto war ganz um die Ecke, war vielleicht eine halbe Stunde Fahrt von hier. Habe ich mir angeschaut. So, ich bin jetzt gerade hier unterwegs. Ich gucke gleich mal, wo hier jemand zu finden ist. Das hier sieht alles ein bisschen abgefuckt aus. Sorry für den Ausdruck, aber ein bisschen abgeranzt. Das ist ein Industriegebiet. Ah, hier, ich zeige euch mal was. Kamera drehen. In schon mal ein paar Fahrzeuge. Dann gucken wir noch mal, ob wir jemanden finden, den man ansprechen kann. Kuriosität bei meiner ersten Fahrt auf jeden Fall, bei der ersten Probefahrt, dass ich da in den Hinterhof rein bin, da auf den Typen gewartet habe. Ich habe mich erst umgeschaut, wo er steckt, da war er noch nicht da. Und dann kam da so ein junger Typ, der war nicht mal 20, würde ich sagen, mit so einer Mercedes Coupé Flitze-Ding an. Teuer wie sonst was die Kiste und ja, er kommt gerade aus dem Schwimmbad. Er hat mich zwar eine halbe Stunde warten lassen, aber er kommt gerade aus dem Schwimmbad. Und hat der junge Bursche da mit mir die Probefahrt gemacht. Mein Papa hatte keine Zeit. Und er ist die Vertretung von Papa. Also dann kam ich mir schon ein bisschen komisch vor, dass mir ein 20-Jähriger, der gerade aus dem Schwimmbad kommt, der wahrscheinlich noch zur Schule geht oder sowas, jetzt eine Karre verkaufen will. Auf jeden Fall von dem ersten Wagen zeige ich euch jetzt hier zwischendurch noch ein paar Bilder, wenn ich hier weiter quatsche. Und das hat gestunken innen drin, als hätte da ja, ein Hund was reingemacht oder wäre drin verreckt. Auf jeden Fall, ich habe die Tür aufgemacht. Dann gingen die Spinnenweben alle auf, auseinander und ja, das Ding sah aus von innen. Übel, 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 übel. Was war noch problematisch an der Kiste? Aber zwei Vorbesitzer wäre okay gewesen. Bundeswehr, nicht so schlimm, geht. Sah eigentlich so von unten, der Rahmen war nicht rostig, war okay. Zweiter Vorbesitzer war scheinbar so eine Art Förster oder so, ein älterer Herr. Daher der Hundegestank, schätze ich. Der hat einen Köter mitgenommen und die Kiste sah innen drin aus, wie ein Sandkasten, noch schlimmer. Dann das eigentliche Problem. Vorne die Ecke, vorne rechts. Ein eher wenig reparierter Frontschaden. Also man hat gesehen, die Stoßstange vorne war eingedrückt nach innen. Da hat man diesen ganzen kleinen Rissen so gesehen, die da waren. Und der Kotflügel hatte vorne eine Ecke, die ausgebessert wurde. Und da weiß man nicht genau, was ist eigentlich dahinter. Was steckt hinter dem Plastik noch alles an Schäden? Die Lampen, Scheinwerfer waren okay, keine Risse und so. War nichts zu sehen. Spaltmaße haben auch gepasst. Aber innen drin im Radkasten, die Verkleidung, da war alles schwabbelig, locker, Schrauben ausgebrochen. Und von daher habe ich mir gedacht, erstes Auto, das ich mir hier angucke, das muss jetzt nicht gleich hier der günstige Schrotthaufen sein, den ich mir gerade anschaue. Auf jeden Fall die Ladefläche hinten durchgegammelt. Also man konnte mit dem Daumen drücken und es hat geknirscht und geknistert. Auf beiden Seiten, oberhalb der Radkästen und im Tankdeckel innen drin. Wenn man leise war, hat man den Rost knuspern gehört. Aber der Ehrgeiz hat mich nicht verlassen. Zweites Auto angucken. Das war ein bisschen weiter von Frankfurt her. Also ich wohne in der Nähe von Frankfurt, nicht direkt Frankfurt City. In Wiesbaden. Sah gut aus auf den ersten Blick. Das einzig große Problem für mich wäre die Optik gewesen. Vorne zwei fette Beulen in der Motorhaube. Optisch ein Manko, sonst alles okay, innen drin nichts kaputt. Man hat auch von innen drin die Beulen gar nicht gesehen. Der Wagen wäre sogar schon höher gelegt gewesen. Das war, ja, will ich eigentlich selber ausprobieren, ob ich es hinkriege. Ne? Kriege ich hin, kriege ich hin. Kein Thema, kriege ich hin. Wollte ich aber selber machen, höher legen. So ist das Problem aber war, das war, der Wagen war auf dem Dach. Also nicht auf seinem Dach, aber auf dem Dach vom Autohaus. Und müsste mit einem
Aufzug runtergefahren werden. Soweit noch nicht tragisch, aber dazu müsste der Wagen auch anspringen. Hat aber nicht, von daher keine Probefahrt, kein Autokauf. Probefahrt Nummer 3. Dafür bin ich Idiot nach Oberhausen gefahren, 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück, um festzustellen auf den zweiten Blick, also der erste Blick war auf 5 Meter, der zweite Blick war auf 3 Meter, dann schon zu sehen, dass die Gurke ziemlich durch ist. Also ich habe von weg gesehen, Pritsche verbeult, verkratzt, wie sonst was, kein Ding, ist mir egal, Pritsche kommt eh in Schrott. Aber ich habe da mal unten in den Radkasten reingeguckt und da taten sich Abgründe auf. Ich sag's euch. Ich habe dann mal gedrückt. Ja, und dann war der Rahmen durch. Ich habe mir dann so ein schönes kleines Stückchen vom Rahmen abgeknickt. Ich zeige euch hier noch ein paar Clips zwischendurch. Das gleiche habe ich dann vorne gemacht. Radkasten vorne links. Guckt es euch an. Radkasten vorne links. Morsch. Richtig morsch. Ja, und das war noch nicht alles. Oben eine Windschutzscheibe. Guckt euch an. Die obere Kante der Windschutzscheibe blüht auch auf. Und hier geht's weiter. Wenn man es sich anschaut genau, ist hier in der Rille durch die ganze Länge ein rotbrauner Riss. Ja, und hier zwischendurch zeige ich euch noch ein bisschen, ne, Eindrücke, wie das so ist, wenn man mal den ganzen Tag einfach dafür verschwendet, sich eine Karre anzugucken, die eigentlich nichts weiter taugt, außer vielleicht in einer Wüste verheizt zu werden. Auf jeden Fall kriegt man mit solchen Gurken, wie ich diese mir angeschaut habe in Oberhausen, in Deutschland keinen TÜV mehr. Für die meisten Länder der Welt, in denen man irgendwie sowas braucht wie TÜV, gibt es. Auf jeden Fall kriegt man hier keinen TÜV und auch sonst nirgendwo, glaube ich, kriegt man dafür keine Abnahme. Das Ding taugt nur noch, um Terroristen durch die Wüste zu fahren oder sowas. Ne? Ja, und dann war klar, der wird es auch nicht. Und dann habe ich schon überlegt, ob das Gestinke und das Abgeranzte von dem ersten Wagen nicht das kleinere Übel ist. Stoßstange wollte ich ja eh weg, eine andere wäre also... Eine verbeulte Stoßstange von einem Frontschaden, nicht so das Thema. Das Risiko wäre gewesen, was ist hinter der Stoßstange? Das hätte ich immer noch nicht gewusst. Und den Kotflügel jetzt für 250, 300 Euro irgendwo neu oder gebraucht. Das hätte ich halt bezahlen müssen, egal. Aber ich habe heute angerufen, die Karre ist verkauft. Letzten Samstag, heute Mittwoch, Dienstag haben wir heute, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall, die Karre ist verkauft. Mist. Weg. Also, heute wieder Autoscout gegoogelt, gesucht. Und morgen geht's nach Eschwege. Ja, und Eschwege sind auch 2 Stunden Fahrt. Einfache Richtung. Oh, 2 Stunden zurück. Ja, aber dafür hat er gleich mehrere Navaras da stehen. Und ich bin guter Dinge, dass da wenigstens einer dabei ist, der ein bisschen was taugt. Und die sind alle nicht zu teuer. Die sind vom Preis her alle im Rahmen meines Budgets. Und von der Beschreibung her sind alle mit TÜV zu kriegen, mit frischem TÜV. Das lässt schon mal darauf schließen, dass zumindest nicht ganz, dass die Karre nicht ganz durch ist, sag ich mal. Ihr seht es im Hintergrund, hier habe ich schon mal 2 Navaras, 5 Stück habe ich jetzt glaube ich hier auf dem Gelände gesehen, also wenn ich hier keinen finde, dann ist das wirklich super großes Pech, aber ich denke, mindestens 2 habe ich schon gefunden, wenn wir uns der Preis einig werden, sind dies. Aufnahme, ihr habt vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundgeräusche hier jetzt, aber das hier ist jetzt der Navara in der Version D22, ich finde ihn ja hier, wenn man sich das anguckt hier mit den Leuchten,
So, fühlt sich auch ganz billig nach Plastik an. Finde ich ja jetzt von Optik her nicht so gelungen. Ne? Ich zeige das mal ein bisschen von näher rum. Hier, schaut es euch an. Ich finde, dass das hier, dass das so raussteht. Ist doch irgendwie, naja, uncool. Hinten links der Radkasten von einem Navara. D22, die Variante. Wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen hingehe, in die Radkastenfilme, sieht man hier diese schwarzen Punkte. Und innen drin glänzt es regelrecht. Das sieht man hier so ein bisschen, ne? Da frage ich mich, Unterbodenschutz nachgebessert oder Rost versteckt? Da werde ich ja schon direkt skeptisch. Hier nochmal was entdeckt. Ich habe mir das Heck ein bisschen angeschaut. Und hier sieht man auch diese gleichen schwarzen Sprinkler. Kann man hier jetzt nichts von sehen. Hier ein kleines bisschen was abgeplatzt vom Lack. Aber wenn hier auch Spritzer sind, spricht das eher dafür, glaube ich, dass das Ding schlächig eingesprüht wurde. Ne? Man sieht hier, es hat sich gelohnt, sich den Dreck zu legen. Hier kann ich mir ein Stück vom Rahmen mitnehmen. Es kann sein, dass das nicht schlimm ist, weil hier, da wo die Bühne, die Aufnahmepunkte hatte hier, die Bühne, da haben sie nicht gesprüht. Da sieht man so ein bisschen den Originalzustand und hier sieht man es auf der Handfläche. Hier hinten konnte man sich ein bisschen was zusammenbröseln. Aber hier schauen wir mal in den Radkasten wieder rein. Und so kann das auch aussehen, wenn da nichts drüber gesprüht ist. Das fühlt sich auch alles noch relativ fest an. Also man kann hier so ein bisschen was fummeln, bröseln, aber wenn das jetzt hier drüber gesprüht ist und alles festgeklebt ist und vorher so diesen Brösel so ein bisschen abmacht, fühlt sich das auch alles gut an. Aber dabei ist es eigentlich nicht cool. Neben dem Auto und nehme euch mal mit runter. Hier sieht man die ähnliche Stelle wie vorhin, nur nichts übergepinselt, übergesprüht. Und so ungefähr sollte mein Rahmen auch aussehen. Ich glaube, hier ist nicht viel Rost. Eigentlich fast gar keiner. Ich muss jetzt angucken. Da ist nichts bröselig. Ich glaube, ich habe das Auto gefunden. Nicht zu laut sagen, sonst wird er teurer. Das ist schon mal ein Objekt der Begierde. Der schwarze, der. Der hier. Der hat fast keinen Rost. Der ist gut. Und ich laufe jetzt mal mit euch ein bisschen entlang. Und dann könnt ihr euch angucken. Hier ist nicht der einzige Navara. Und der hat schon noch anders. Jetzt auch noch ein E200. Und Ranger habe ich hier noch gesehen. Da drüben steht noch ein Ranger. Also, ja, wenn das noch mit dem Kauf was wird, verrate ich euch auch, wo ich den gekauft habe. Bis dann. Schlüssel. Gleich geht's auf zur Probefahrt. Ich würde es ja auch interessieren, was fahrt ihr denn für Kisten? Fahrt ihr überhaupt Offroad-Fahrzeuge? Habt ihr schon welche? Was taugt am ehesten dazu, eurer Meinung nach, um als Offroad-Camper herzuhalten? Viele schwärmen ja so ein bisschen vom Toyota Hilux. Ich finde, den gibt es oft mit ein bisschen wenig PS. Das ist oft bei älteren Fahrzeugen, glaube ich, so, dass die eher so maximal 130 PS haben. Da gibt es natürlich den Ranger, den L200, dann gibt es den Hilux, den Navara, den D-Max von Isuzu. Habe ich noch was vergessen? Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Welchen Wagen würdet ihr für so ein Projekt hernehmen? Lasst es mich wissen. Und lasst mich auch wissen, warum. Warum der Wagen, den ihr hier da reinschreibt. Immer reinschreiben. Und falls ihr mich noch nicht auf Instagram gefunden habt, Roka Overland habe ich das genannt, da könnt ihr immer schon mal ein bisschen vielleicht früher hier als auf YouTube sehen, was ich gerade so treibe, in den Stories oder in meinen Posts. Kommt rein. Ansonsten mal hier auch ne, Like da lassen, würde ich mich drüber freuen. Abonnieren natürlich. Abonnieren, ganz wichtig. Und
dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich weiß noch nicht genau, worum es dann gehen wird, aber auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Haut rein.